Wir sehen schon heute, dass es bei der Bewältigung der Corona-Krise zwischen verschiedenen Ländern eine Konkurrenz gibt, zum Beispiel bei diagnostischen Tests oder bei Hygienemasken. Sobald es hoffentlich bald dann zugelassene Behandlungsmöglichkeiten oder sogar Impfungen gibt, wird sich erst recht die Frage stellen, stehen diese allen Menschen weltweit zur Verfügung oder gibt es dann einzelne privilegierte Länder? Wie sehen Sie das? Wir werden vermutlich sehen, was in vergangenen Pandemien geschehen ist. Das heißt, die Mächtigen werden genügend Behandlungen und Impfstoffe bekommen, andere werden ein wenig, aber nicht genug und den Rest, darunter auch Entwicklungsländern, werden fast nichts oder gar nichts haben. Das hängt damit, dass die Produktionskapazität beschränkt ist und das ist mit den Exklusivrechten in Verbindung. Exklusivrechte sind etwa Patente oder andere Geschäftsgeheimnisse zum Beispiel. Und das muss eben aufgehoben werden. Deshalb haben wir mit anderen Akteuren einen Pool bei der Weltgesundheitsorganisation vorgeschlagen, dass diese Rechte auf der ganzen Welt verteilen würde, und zwar freiwillig, damit andere Firmen auch entsprechende Behandlungen und Impfstoffe produzieren können. Das würde die Produktionskapazität steigern. Das wäre auch legitim, weil diese Behandlungen und Impfstoffe wurden massiv durch öffentliche Gelder finanziert. Vergangene Woche hat Public Eye zu diesem Thema Gesundheitsminister Alain Berset einen Brief geschrieben. Was kann denn die Schweiz konkret beitragen, damit alle Menschen einen Zugang zu Medikamenten erhalten? Wir haben die Schweiz zwei Forderungen gestellt. Erstens soll die Schweiz sich engagieren und das WHO-Pool unterstützen und sorgfältig auch machen, dass es schnell zustande kommt. Zweitens, falls es zu keinem politischen Konsens kommt und das WHO-Pool nicht zustande kommt, dann soll die Schweiz auch das Instrument der Zwangslizenzen brauchen. Die Zwangslizenz erlaubt, ein Staat in einem Markt einzugreifen und Generika erlauben, billigere Generika erlauben, damit, auch trotz Patentschutz. Und die Schweiz soll auch dieses Instrument brauchen. Aber Zwangslizenzen sind ja für die Pharmaindustrie heute ja ein Schimpfwort, genau weil sie eben ihre Patente und damit ihre Gewinne gefährden. Und auch Staaten waren bis anhin extrem vorsichtig in der Anwendung dieses Instrumentes. Sehen Sie denn Anzeichen, dass sich jetzt daran etwas ändert angesichts dieser Gesundheitskrise? Diese Krise hat schon ge gezeigt, dass einige Hürden und Hemmungen weggefallen sind. Zum Beispiel hat Israel zum ersten Mal eine Zwangslizenz erteilt für ein Medikament. Deutschland und Kanada, zwei von den mächtigeren Ländern, haben auch Vorarbeiten bereitet, damit Zwangslizenzen rasch zum Einsatz kommen könnte. Also, was früher ein Schreckgespenst war, bekommt plötzlich salonfähig. Und die Schweiz muss auch diese Gelegenheit nutzen und Hausarbeiten machen, damit sie diese Zwangslizenz brauchen können. Und wie schätzen Sie die Pharmaindustrie ein? Also man hört ja, dass Sie sehr gut mit Regierungen und Staaten zusammenarbeiten wollen, behaupten Sie zumindest. Werden Sie wirklich die öffentliche Gesundheit höher gewichten als die privaten Gewinne? Die Pharmabranche versucht, gutes Wille zu zeigen und machen Spenden und kündigen auch Produktionskapazitätensteigerungen an. Aber die Exklusivrechte, das Hauptproblem, bleiben. Und solange diese bleiben, können andere Firmen diese Produktion nicht steigern und auch nicht, solche Mittel produzieren. Und das muss eben weg. Und die Schweiz hat da eine wichtige Rolle zu spielen. Sie beherbergt die WHO und viele anderen Akteure und sie kann Pionierarbeit leisten und dieses WHO-Pool unterstützen. Gesundheitliche Interesse und öffentliche Interesse müssen Vorrang haben über privatwirtschaftliche Interesse. Und das muss jetzt geschehen, weil morgen wird es zu spät sein. Patrick Turitsch, herzlichen Dank für dieses Gespräch. Vielen Dank.